Willkommen bei Kecker Erd. Es geht wieder los, ich habe wieder Zeit für Videos und ich dachte, ich leg einfach mal los. Jetzt seit Februar bin ich hier im wunderschönen Osten. Ihr seht hier hinter mir die Werkstatt und genau damit wird es auch weitergehen in Zukunft. Alter, was ist denn mit diesen Vögeln kaputt? Hört ihr das? Naja, wie auch immer, hier, das hier ist der wunderschöne kleine Innenhof, in dem ich mich großartig mit dem Stativ hängen bleibe. Hey, wir sind ein professioneller YouTube-Channel, bei dem es klackert, klickert und Vögel im Hintergrund poppen. Oh. Au, ich sag ja, du bleibst überall hängen in dem kleinen Scheißladen. Das, was ihr hier schon im Hintergrund erkennen könnt, nennt sich Platz. Und damit es mit der Ordnung noch einfacher von der Hand geht, dachte ich mir, ich altes Genie, ich schau mal auf Pinterest, wie andere Leute das machen. Ich habe da auch einen wunderschönen Ordner, den setze ich euch in die Videobeschreibung, der heißt einfach Werkstattpläne. Jetzt aber zu meiner Idee. Das heißt, das ist nicht meine Idee, aber es ist ein ziemlich einfaches System. Ich werde diese Leiste hier an die Wand klatschen, aber bevor ich das mache, muss ich in diese Leiste so eine, ich glaube Gehrung heißt das, sägen und dann in alles, was ich an die Leiste dranhängen möchte, eine andere Gehrung. Das heißt, so kommt das an die Wand, so kommen die anderen Sachen drauf und dadurch hält es sofort easy an der Wand. Obwohl einer der größten Pluspunkte ist, dass ich hier direkt in einem kleinen schönen Hof bin, ist einer der größten Nachteile noch die Größe der Werkstatt, weil ich kriege diese Latte niemals genauso über die Säge geschoben, egal wie. Na gut, man könnte ein Verlängerungskabel nehmen und sich die Säge rausstellen, aber ratet mal, wer kein Verlängerungskabel hat. Korrekt, ich. Also werde ich jetzt einfach diese Latte in der Mitte durchsägen und dann das Ganze zweimal machen. Sägt und sägt und sägt. Das ist wie ich am Sonntag. Und noch vielleicht ein kleiner Tipp für Handsägen. Es steht zwar im Stanley Workshop-Katalog, den ich natürlich jeden Abend lese, aber vielleicht für Leute, die neu bei Handsägen sind, es wird empfohlen, in einem 30-Grad-Winkel anzufangen, um eine Kerbe zu etablieren und dann später in einem 45-Grad- bis 60-Grad-Winkel weiterzuschneiden, um einen sauberen Schnitt zu bekommen. Nehmt auch bei Sachen wie zum Beispiel laminiertem Holz immer die Seite, die schön ist, nach oben, weil ihr dort einen sauberen Schnitt erzeugen könnt. So, kleine Sägetutorial. Bleibt noch zu sagen, ich persönlich kann euch nur empfehlen, nicht zu viel Kraft drauf zu geben, lasst die Säge arbeiten, aber zieht in gleichmäßigen großen Schritten, und zwar nicht so, sondern so. Und dann zack, bum, peng, kriegt ihr echt saubere Schnitte damit. Ihr seht sie schon, da kommt sie angeruckelt mit Schwung. Und was wir auch wollen, ist definitiv, und das finde ich ganz... Das sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Perfekt. Nur um das nochmal zu verdeutlichen, das hier ist definitiv ganz viel feiner Staub. Nächste Projekte, könnt ihr euch direkt aufschreiben, sind definitiv erstens mal eine Absauganlage, zweitens mal der Deckel für die Kreissäge und drittens mal gute Bosch Bohrsatz. Was machen Sie da? Ich lasse etwas kühleres Wasser ein. Manchmal muss auch ein bisschen Zeit für Pause sein. Übrigens, hier könnte Ihr Getränk stehen. Im Übrigen sagte ich nur... Noch viel zu klein dafür? Ich weiß es nicht. Ich hätte Lust, Sachen auszuprobieren. Ich habe Lust, hier Sachen zu bauen. Aber ich werde mich definitiv hier nicht wieder Vollzeit reinhängen. Das ist ein Nebenbeikanal. Ich bin Medientechniker. Ich bin in der ganzen Welt unterwegs. Zum Leidwesen meiner Dame da oben. Die wäre übrigens richtig angepisst, wenn wir die jetzt mal kurz besuchen. Wollen wir das mal machen? Hintchen! Ich mache gerade Pause. Wollt ihr mal zeigen, was ich da gebacken habe? Wo bist du denn? Das doch, guck mal hier. Das geht so selten gut. Nein, guck mal hier. Ja, ich gucke hier. Da, nimm mal eins, nimm mal zwei. Das ist das Aufbewahrungssystem, damit der Ordnung in die Werkstatt reinkommt. In allererster Linie ist das Holz. Holzi, holzi, holz. Nein, das kommt dann einmal so an die Wand und jetzt nehmen wir das zweite Teil. Und das kommt dann so rein oder was? Ja, genau so. Nimm's mal und bitte das mit. Ist dann ein Aufbewahrungssystem für solche Stöckchen oder was? Genau, dann mache ich mir ganz viele von den Stöckchen und die bewahre ich dann dort auf. Nein, an die Stöckchen kann man ja dann Sachen dranhängen und die kann man dort einhängen. Und dann kannst du quasi die ganze Werkstatt organisieren damit. Du hast eine Meise, Kerl. Mhm. Geh, mach das. Lass und eine Säge. Eine Meise 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 und eine Säge. Aber ich kann länger als sie. Es gibt Wichtigeres im Leben. Was denn? So. Nur die wichtigen Teile. Das reicht doch niemals, um da so ein Drecksdübel reinzujagen.
Und wir sind endlich fertig. Das French Cleat System hängt und bringt jetzt hoffentlich ein bisschen Ordnung in die Werkstatt. Wie gesagt, die Funktionsweise ist relativ simpel. Ich kann hier einfach alles umhängen, wie ich es brauche, kann mir neue Gerätschaften bauen oder haken oder alles, was ich möchte. Im Prinzip ist das eine universelle Leiste, die einfach mit dem Gegenstück, was ich mitgesägt habe jetzt bei der Aktion, einfach umgerüstet werden kann als Organizer für die Werkstatt. Ja, nächstes Mal geht es dann weiter. Ihr hört es mit Platz schaffen, aber mit vor allem dem Projekt Tischkreissäge, eBay-Kreissäge herrichten und fertig machen. Danke fürs Zuschauen. Das war Wurschteln mit KKR. Ciao mit V.